Ja, wir sind hier vor der BVG-Zentrale in der Holzmarktstraße an der Janowitzbrücke. Hier ist gerade BVG-Streik, aber eben nicht nur BVG-Streik, sondern vorbildlicherweise, und da sollten wir uns alle eine große Scheibe von abschneiden, sind die Kollegen von der CPPZ, von der outgesourcten Therapietochter der Vivantes und Charité, die heute bei Vivantes schon waren und mit den Kollegen von den Vivantes-Therapeuten gemeinsam schon Druck gemacht haben. Die sind jetzt auch noch hierher vorbeigekommen, haben Solidarität gezeigt. Und jetzt nochmal, einfach weil ich da viel erzählen kann, aber lange nicht genug, frage ich nochmal nach, wie sieht es denn genau bei euch aus, sozusagen? Was ist denn euer Kampf? Unser Kampf ist, wir möchten TVED für unsere ganzen an der Tochter angestellten Therapeuten. Wir sind im gemeinsamen Kampf mit den Gestellten. Wir schließen uns zusammen mit den Töchtern auch der Vivantes therapeutischen Dienste. Und wir solidarisieren uns auch mit euch natürlich. Denn unser Spruch, das war uns von vornherein klar, ohne uns bewegt sich nicht, der passt einfach grandios auf euch zu. Und ohne euch bewegt sich nichts. Und wir alle finden, ihr solltet unbedingt weitermachen. Haltet zusammen, das bringt einen echt voran. Wir sind eine viel kleinere Gruppe und haben so viel erreicht. Ihr müsst einfach nur zusammenhalten und es durchstehen. Es ist nicht immer einfach, aber das Arbeiten unter prekären Bedingungen ist es auch nicht. Ihr seid ja eine komplette, hundertprozentige Tochter auch von der Charité, ne? Genau. Ihr seid einfach, gibt es bei euch auch die Situation, dass ihr sozusagen vorher einige Kollegen vorher bei der Charité gearbeitet haben und jetzt sozusagen einfach 100% in der Tochterfirma sind, einfach um den Tarif zu unterlaufen? Ja, genau, das haben wir auch einige. Ich verstehe. Weil sowas gibt es nämlich, dann können wir auf die andere Seite direkt gehen, bei der BVG auch. Das ganze Land Berlin macht diese Scheiße schon seit Jahren. Oder Jahrzehnten ja schon, weil hier steht Kollege Thorsten, du bist auch BVGer eigentlich sozusagen, aber du hast eine andere Uniform an, weil du bist nämlich von der BT GmbH. Was ist denn die? Korrekt. Die BT ist eine 100% Tochter der BVG und wir arbeiten zu deutlich schlechteren Arbeitsbedingungen als die Kollegen gleicher Sparte bei der BVG. Also auch da die Situation auch passiert, dass eben ausgegliedert wird, um damals den Tarifvertrag komplett zu unterlaufen mittlerweile. Deswegen, das ist auch ein Grund, warum wir heute gemeinsam streiken können, ohne sozusagen uns groß verbiegen zu müssen, weil inzwischen gab es den Absenkungstarifvertrag, den TVN, den TV-Niedriglohn halt 2005 auch bei der BVG und der wurde dann auch übertragen auf die Kollegen von der BT, weil sozusagen der Tarif war jetzt eh scheiße, deswegen kann man ihn sozusagen dann auch den BT-ern gönnen, was vorher eben nicht der Fall war, sondern vorher eigentlich als Ausgründung geplant, einfach um komplett tariflose Zustände im Bereich des Landes Berlin eben da hier auch durchzusetzen, im Fahrdienst. Cool. Das heißt, wir arbeiten ja gemeinsam, wir sehen uns ja öfter, wir fahren die gleichen Linien, also wir fahren beide zum Beispiel die U1, U3, aber sind in unterschiedlichen Betrieben offiziell beschäftigt, haben unterschiedliche Pausenräume, es ist völlig verrückt und es ist ein Zustand, der auf jeden Fall dieses Jahr enden muss. Und das ist auch Teil des Kampfes. Genauso wie eben bei der CPPZ und bei den ganzen anderen Servicetöchtern, die eben in Landesbetrieben hier die es überall gibt, die aus dem Boden gesprossen sind wie Pilze. Und wenn ein rot-roter Senat hier wirklich so eine tolle Parteienkoalition aus sozialen Parteien ist, dann hat er gefälligst sofort, Stante Pede, jetzt, sofort auf dem Fuße hier das zurückzunehmen und alle Kollegen in ordentliche Beschäftigungsverhältnisse in den zentralen Unternehmen eben zu überführen. Darf ich noch was sagen? Unbedingt. Also zu spüren ist es in der Bevölkerung wahrscheinlich, wenn ihr streikt vor allem. Aber liebe Kollegen und Kolleginnen, liebe Berliner und Berlinerinnen, es geht hier um uns. Es kann nicht sein, dass die Politik so übergangen wird in dieser Stadt und wir tatenlos zuschauen. Danke. Ohne uns bewegt sich nichts in dieser Stadt.